Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video von mir mal wieder. Ich möchte euch heute ganz einfach mal zeigen, wie ihr bei Schrumpfschläuchen, die defekt sind, der ist jetzt leider nicht defekt, ich habe das schon vorher gemacht, aber hier als Beispiel, wie ihr da den Schrumpfschlauch am besten wechselt. Was ihr dazu alles braucht und wie es funktioniert, versuche ich euch halt in diesem Video zu zeigen. Ich hoffe, es klappt alles. Also, dazu braucht ihr folgende Artikel. Einmal runter bitte. Dazu benötigt ihr halt die Akkus, wo der Schrumpfschlauch defekt ist. Schrumpfschläuche, die ihr euch im Netz oder in gut laufenden Webshops kaufen könnt. Hier ist schon mal ein Beispiel, das ich schon fertig habe. Dann ein Löffel, ein Stock oder irgendwas, womit ihr den ihr als Hilfsmittel benötigt, weil es wird ein wenig heiß mit diesem Föhn. Durch die Temperatur, nicht an den Finger, weil ihr verbrennt euch, das tut weh, wollt ihr nicht. Deswegen, also, lieber ein kleines Hilfsmittel nehmen. So, und dann ein kleines scharfes Messer, kann ein Küchenmesser sein oder sowas. Ich hier nehme mir mein kleines scharfes Messerchen. Safety first, immer die Schutzkappe dann abziehen. Lege ich jetzt mal auf Seite. So, legen wir alles parat, den Akku schon mal auf Seite. Jetzt nehmt ihr so einen Akku. Ja, und schneidet, hier oben sieht er zum Beispiel nicht mehr so schön aus, das ist schon mal ganz praktisch. Versucht ihr da drunter zu kommen, zieht einmal da weg und jetzt kommt's, bitte ganz, ganz vorsichtig nur anreißen. Das reicht vollkommen aus, weil wenn ihr zu tief schneidet, beschädigt ihr die Ummantelung von dem Akku und dann könnt ihr den Akku auch wegschmeißen. Dann geht ihr einfach her, fummelt hier ein bisschen und dann habt ihr das hier, wie ihr das seht. Könnt ihr den ganz einfach so entkernen und jetzt kommt's, diesen Ring hier bitte nicht verlieren, ganz ganz dringend, weil der isoliert den Pluspol mit dem Minuspol hier, die liegen direkt ganz eng aneinander und das gäbe sonst einen kurzen, wenn ihr das irgendwo entgegenkommt oder so, und diesen bloß nicht verlieren. Sollte der, aus welchen Gründen auch immer, doch mal verloren gehen, gibt es sogenannte Ersatzplättchen. Die hier sind jetzt zum Beispiel aus Papier und selbstklebend. Die könnt ihr dann hier einfach so abziehen. Ja? Die sind selbstklebend und dann direkt hier oben aufkleben. Und die gehen euch dann eigentlich im Grunde genommen nie wieder verloren. Einen musste ich schon mal benutzen, weil ich einen verloren habe, für mehr beschädigt habe. Also immer schön drauf achten. So. Wollt ihr zum Beispiel jetzt mal auch so als kleiner Zwischenbemerk, wollt ihr jetzt mal feststellen, ob ihr auch original Akkus habt. Hier draußen, ne, seht ihr, ist nichts. Steht nichts drauf. So, aber auf dieser Ummantelung hier steht immer euer Akkubezeichnung drauf. In diesem Fall hier zum Beispiel diese ganz normalen VTC 5. Darauf könnt ihr erkennen, ob der Akku dementsprechend auch wirklich original ist. Es gibt in China halt nun mal Akkus, da steht VTC 5A drauf. Die sind aber ganz einfach nur umgelabelt und in Wirklichkeit sind nur VTC 5er drin. Also immer schön drauf achten. So, weiter im Text. Wir nehmen jetzt hier unser Schrumpfschlauch. Der wird dann ein wenig hier aufgefriemelt. Geht er da mit dem Finger rein. Das geht da einfach mal her. Und da die Falz, hier die Kante, die ihr da habt, zieht da einfach mal mit dem flachen Finger so ein bisschen rum. Dann habt ihr ganz einfach hier den Hohlraum, jetzt mal, dann steckt ihr den hier oben rein, haltet unten den Finger rein, damit er euch nicht wieder rausrutscht. Den bitte nicht vergessen, den legt ihr jetzt hier oben wieder rein. So, und jetzt vermittelt ihr die ganze Sache ein bisschen, das heißt, dass ihr hier oben in dem Bereich und halt auch hier unten in dem Bereich ungefähr das gleiche habt. Unten kann ruhig ein bisschen mehr sein, aber weil meistens genau in der Mitte nur belastet wird, als hier oben. So, jetzt haltet ihr den hier fest, genau so wie ihr den haben wollt, wenn ihr vermittelt habt. Und jetzt geht's laut los, weiter. Ihr werdet jetzt gleich nicht viel mehr von mir hören. Ich will hoffen, ihr seht aber den Sinn darin. Und zwar hier an dem Föhn seht ihr, hier, ich habe drei Heizstufen. Ich habe als Anfang definitiv die höchste Heizstufe, die richtig heiß ist.
Und hier geht es halt mit leichter Stärke mit dem Föhn los und dann mit der ganz starken. Ich mache hier direkt mit der ganz starken und dann seht ihr, was ich damit mache. Also, ach, beachtet das ein wenig. So, das war es schon auf der ersten Seite im Grunde genommen. Ihr seht, ihr seid in der Mitte, der hier ist oben durch die Hitze, hier oben ist der schon leicht, ja, hat er sich geschrumpft. Deswegen auch Schrumpfschlauch. So, jetzt dreht ihr die ganze Kiste und macht das von der anderen Seite, drückt den nochmal ein bisschen oben gegen. Fertig. So, und jetzt kommt die nächste Sache. Es ist ja hier noch ein bisschen wabbelig. Und deswegen kommt jetzt auch der Löffel bei mir in dem Fall zum Einsatz. Ihr haltet euch jetzt den einfach hier vor und durch den Wind, den der Föhn erzeugt, wird er ein bisschen hin und her laufen, der Akku. Und dann geht er mal mit oder dagegen oder sowas. Und hier in der Mitte das auch ein bisschen dann halt dementsprechend zu schrumpfen. Fertig ist der Akku. Und fertig ist der zweite Akku. Der Löffel, Vorsicht, der ist jetzt heiß. Hier, der ist wirklich scheiße heiß. Deswegen sage ich ja ganz einfach, nehmt euch ein Hilfsmittel, am besten auch noch einen Stock oder irgend sowas, aber mit einer breiteren Fläche, damit ihr das schön führen könnt. Ja, und dann ist das hier im Grunde genommen neue Schrumpfschläuche drum. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Ganz simpel, ganz einfach. Aber bitte darauf achten. Seht zu, wenn ihr mit dem Föhn arbeitet, dass ihr nicht zu nah dran kommt, dann wird der Akku zu heiß und der Schrumpfschlauch läuft mit Gefahr, dass er halt aufplatzt. Ihr kennt das vielleicht, wenn der Plastik verbrennt oder so weiter, geht einfach, blub, habt dann ein riesen Loch da drin. Das wollt ihr nicht. Also ein bisschen Abstand, ein bisschen spielen, immer, dass der sich dreht und dann schön geschmeidig da drum kommt. So. Dann, ja, was noch vielleicht erwähnenswert wäre, ihr solltet vielleicht zusehen, dass ihr nicht mitten in mir sich, vielleicht so wie ich den Fehler gemacht habe, jetzt da, dass ihr die Zahlen und Buchstaben durchseht. Aber das Ding ist sowieso hinter im AT drin, also ist das relativ uninteressant. Außer ihr habt natürlich einen durchsichtigen, aber das haben die wenigsten. So, das sind jetzt die zwei Akkus und jetzt sehen wir uns dann mal einfach weiter oben wieder. Da sind wir schon wieder. So, ich hoffe, ihr habt jetzt dann gesehen, wie schnell und einfach so ein Schrumpfschlauch gewechselt ist. Ohne großes Hexenwerk. Bitte macht es nicht mit Feuerzeug oder mit Bunsenbrenner. Die Gefahr dabei ist, funktioniert zwar, ihr könnt dann immer vorsichtig so dran gehen, aber die Gefahr, da ein Loch reinzubrennen, ist einfach viel zu hoch. Mit Föhn, gleichmäßige Wärme, immer gleich und es funktioniert am einfachsten. Und von daher, ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen und wünsche euch noch viel Spaß und Wave on!